Ich bin Selbstversorger, Autorin und Künstlerin. Ich arbeite also von zu Hause aus. Selbstversorger. Sein Essen selbst anbauen und auch fischen gehen. Lohnt sich das überhaupt oder ist das alles mehr Liebelei? Warum mache ich das und wie wird das, wenn man älter wird? Hallo und willkommen. Und warum rede ich gerade jetzt darüber? Ja, weil ich im Prinzip den letzten Monat nichts anderes gemacht habe, als im Garten zu arbeiten. Ich muss mir ja meine Energie extrem einteilen. Ich arbeite vormittags und nachmittags ist Ausruhen angesagt, da ich ME/CSF und Fibromyalgie habe. Ja, und der Herbst ist ja schon arbeitsintensiv im Garten, aber der Frühling ist mit Abstand die arbeitsreichste Zeit im Jahr. Und alles andere muss dann warten, denn alles muss nun mal in die Erde und das Unkraut und es muss alles gemacht werden. Wenn man das nicht macht, wird das nichts. Das heißt, es kommen dann so Fragen, ja, bist du denn jetzt mit deinem Fußboden fertig? Nö, der Fußboden im Wohnzimmer ist immer noch nicht fertig, die Leisten fehlen immer noch, denn alles andere muss jetzt warten. Und stört mich das? Nein. Es ist einfach so, ich kann das nicht ändern. Das Wohnzimmer wird schon irgendwann fertig. Das wartet da auf mich, bis ich mit dem Gröbsten im Garten fertig bin. So ist das und ich habe da kein Problem mit. Verstehen tun das die wenigsten, verstehen, dass man alles liegen lässt, nur um in der Erde zu buddeln. Und lohnt sich das überhaupt? Ist das nicht richtig arbeitsintensiv? Braucht man nicht 1000 Gerätschaften? Und die Kosten? Kann man überhaupt komplette Selbstversorgung betreiben? Was macht man, wenn man krank wird oder einfach älter? Warum mache ich das überhaupt? Ich habe mit der Selbstversorgung 2016 angefangen, auf unserem alten Hof in Schweden. Seit 2022 haben wir den neuen alten Hof in Norwegen und ich musste komplett von vorne anfangen. Es ist viel Arbeit und kostet Geld. Zäune müssen gebaut werden. Ein Gewächshaus ist von Vorteil, wenn man auch mehr wärmeliebende Pflanzen haben möchte. Und auch wenn man keine Maschinen haben will, so benötigt man doch Gerätschaften wie einen Spaten oder eine Hacke und so einiges andere an Utensilien, denn alles mit der Hand buddeln, das tut ja wohl kaum jemand. Also erst einmal hundertprozentige Selbstversorgung gibt es nicht. Irgendetwas muss man immer dazu kaufen oder man muss ganz einfach Grundsteuern bezahlen. Geld braucht man immer und das kommt nun mal von außen, das muss man verdienen. Warum nennen sich alle trotzdem Selbstversorger? Laut Definition ist man, wenn man Kartoffeln anbaut und das ganze Jahr keine Kartoffeln dazu kaufen muss, was Kartoffeln angeht, Selbstversorger. Genauso mit Gemüse, Obst, Fisch, Fleisch, Eier und Co. Wir sind Selbstversorger in Kartoffeln, Gemüse, Fisch, Beeren und Wasser, denn wir haben eine eigene Brunnenbohrung. Obst ist in Arbeit, denn hier in Norwegen auf dem neuen alten Hof muss ich die Bäume erst einmal pflanzen. Und Bäume und Sträucher kosten übrigens auch Geld. Fertig mit Kartoffelsätzen. Ich bin hier in meinem Garten und habe ein paar neue Obstbäume gekauft. Apfelbäume, 3 Stück, die muss ich einpflanzen. Hier ist der andere, den einen habe ich schon eingepflanzt da hinten. Ich habe ja, blende ich gleich noch ein, in einem anderen Stück letztes Jahr 4 Apfelbäume gepflanzt und 2 Kirschen. Und die Kirschen haben das auch überlebt, aber also die Apfelbäume, also nächstes Jahr werden sie wahrscheinlich wieder kommen. Das ist so, dass wir haben ja sehr, sehr viel Hirsche hier
Und die Jahre davor, also das, seitdem ich hierher gezogen bin, waren die nie dort. Also die sind immer oben rum oder unten rum gegangen. Aber dieses Mal im Frühling sind sie dann tatsächlich genau da durchgegangen, um über den Zaun zu springen. Und da waren die Apfelbäume und naja, da kann man ja dran naschen. Ja, so. Ich hatte überlegt, sie umzupflanzen, aber ich denke, dass ich sie einfach einzeln einzäune zum Herbst hin und mal gucke und dann vielleicht irgendwann ja, einen Zaun rumziehe. Ich weiß es noch nicht. Es ist viel Zaunbau hier. Oh. Naja, ich werde jedenfalls erstmal Apfelbäume einpflanzen. Das ist einer der Bäume vom letzten Jahr. Die sind komplett abgefressen. Jedes einzelne. Jeder einzelne Ast. Aber er treibt wieder neu aus. So, wenn ich das einzäune, schafft er das. Genauso wie der hier auch. Die sind alle komplett gestutzt. Also wirklich überall oben, unten, überall an den Seiten. Die beiden auch. Die beiden Kirschbäume haben sie nicht angefressen. Die fanden sie wohl nicht ganz so lecker. Obwohl der eine sehe ich da oben, der eine Ast vielleicht auch, aber gut. Es wird es schaffen, wenn ich es einzäune, ist dann halt nochmal ein, zwei Jahre zurückgeworfen. Aber was soll's. Guck mal, da hängen sogar schon ein paar Kirschen dran. Hätten sie die Äpfelbäume nicht massakriert, dann hätte ich vielleicht auch ein paar Äpfel gehabt. Da stellt sich die Frage, lohnt sich das überhaupt? Und die nächste Frage, warum mache ich das? Von dem ganzen Geld könnte ich mir das Gemüse doch kaufen. Ja, das könnte ich tatsächlich. Von dem, was es kostet, eine Selbstversorgung in Gange zu schieben, kann man Monate oder sogar Jahre im Supermarkt einkaufen gehen. Je nachdem, wie viel man in Gerätschaften und Maschinen investiert. Doch irgendwann lohnt es sich auch finanziell. Es ist wie bei einer Firma, die eine Maschine kauft, die sich erst einmal abzahlen muss, bevor sie sich lohnt. Bei unserem kleinen Boot zum Beispiel, das wir gerade erworben haben, lohnt es sich ab jetzt schon mit dem Fischen gehen. Denn was ich in den letzten 2 Jahren an Fisch rausgeholt habe und dadurch eingespart habe, dafür konnten wir locker das Boot kaufen. Beim Gemüse ist das ähnlich, man muss die Utensilien erst wieder reinarbeiten. Was allein der Zaun kostet, um die Hirsche und Pferde auszusperren, dafür könnte ich monatelang Gemüse kaufen, sogar in Bioqualität. Noch dazu Utensilien wie Bodenbearbeitungsgerätschaften, Kalk, da der Boden viel zu sauer ist, Saatgut kostet auch und ein neues Gewächshaus wollen wir bauen und, und. Und es ist viel körperliche Arbeit und viel Zeit geht auch dabei drauf. Da kann man doch auch arbeiten gehen und das Geld verdienen. Der Stundenlohn ist dabei definitiv höher. Das ist auch der Grund, weshalb früher immer mehr Menschen einem Lohnjob nachgingen und den eigenen kleinen Bauernhof an Großbauern verkauften, die durch ihre Größe und durch Investitionen auf lange Sicht dann einen lohnenden Großbetrieb schufen. So funktioniert es auch heute noch. Es lohnt sich für uns mehr, einem Lohnjob nachzugehen und im Supermarkt einkaufen zu gehen, als alles selbst anzubauen. Und warum mache ich das dann? Ich könnte jetzt sagen, es ist meditativ in der Erde zu buddeln und es ist echt befriedigend, sein eigenes angebautes Essen zu essen. Und beides ist wirklich richtig. Es macht mich sogar glücklich. Ich liebe es, mein eigenes Essen anzubauen und zu fangen. Doch angefangen habe ich aus einem anderen Grund. Ich persönlich mache es, weil ich dann genau weiß, was auf dem Teller landet. Mein Körper entgiftet unter anderem nicht schnell genug und deshalb muss ich mich so giftfrei wie möglich ernähren und das geht nur in Bioqualität. Und um in der heutigen Zeit ganz sicher zu sein, muss man selbst anbauen. Where is the dog? Ich habe 4 verschiedene Sorten angebaut und man kann hier sehen, dass sie sehr unterschiedlich kommen. Also diese Reihe hier, das ist eine Sorte, also davon habe ich am wenigsten. Und die heißt Asterix und die kommt am besten.
sehe ich jetzt. Also die hier, die davor, funktioniert auch ganz gut. Ich vergesse, wie die heißt. Das erste da ist die Linda, die Laura, die kenne ich ja schon, aber die kommt wirklich spät. Und genauso wie die Evolution kommt auch etwas später. Also dieses Asterix hier, das ist super, wenn die halt so früh kommt, bedeutet das, dass sie einen guten Vorsprung hat. Und das ist bei diesem Klima hier wirklich entscheidend, wenn es um die Krautfäule geht. So, ich bin gespannt, wie das später im Jahr dann tatsächlich aussieht. Was es aber beinhaltet, ist, dass ich diese Reihe auch schon häufeln muss, ganz dringend jetzt. Und danach dann so langsam die nächsten Reihen. Und Bio ist teuer, speziell hier in Norwegen. Also lohnt es sich tatsächlich nach einigen Jahren auch finanziell. Dann, wenn man alles gekauft hat, was nötig ist, und tatsächlich bei jedem Apfel vom eigenen Baum und jeder Kartoffel aus dem eigenen Acker pures Geld spart. In Schweden waren wir schon lange so weit, hier noch nicht ganz. Das Gewächshaus wird so einiges an Geld verschlingen, das wieder reinkommen muss. Aber mein Hauptziel, nämlich giftfreies Essen auf dem Teller, das ist natürlich schon erreicht. Ja, jetzt regnet das ordentlich und ich werde ganz schnell wieder reingehen, aber ein bisschen was habe ich geschafft. Das ist Spargel. Ich habe letztes Jahr 6 Pflanzen erworben. Die stehen hier, wenn man das sehen kann, ich weiß nicht genau. Die sind so filigran. Die sind auch gekommen. Mehr habe ich nicht gekriegt. Ich habe versucht zu bestellen, aber das ging nicht. Es gibt hier in der Nähe, und das ist schon eine Stunde entfernt, nur einen Laden, nur ein Gartencenter. Und ja, mehr war nicht drin. Dieses Jahr war ich frühzeitig dran und habe mir 12 Pflanzen geholt und die sind einfach nicht gekommen. Hier könnt ihr das sehen. Da kommt nichts, immer noch nichts. Ja, dann war ich wieder im Gartencenter, habe gesagt, das kann ich angehen. Dann wollten sie mir zuerst erzählen, ja, die kommen doch erst im zweiten Jahr. Ja, natürlich. Also erzählt nicht einen Blödsinn. Dann habe ich jemanden gefunden, der dann, ich bin mit dem dahin spaziert, da wo die standen, bei denen sind die nämlich auch nicht gekommen. Und der hat dann tatsächlich mal einmal eine Wurzel auseinandergenommen, die total verrottet. Meine auch, also die haben sie irgendwie ertrinken lassen, keine Ahnung. Jetzt habe ich schon wieder keinen Spargel und es gibt keinen mehr zu erwerben. Das heißt, ich hänge jetzt schon 2 Jahre zurück mit meinem Spargelbeet und ob das nächstes Jahr klappt, ist auch unsicher. Das heißt, ich habe jetzt Spargelsaat gekauft, was natürlich sowieso 1-2 Jahre länger dauert, bevor man dann ernten kann, als wenn man halt Spargelpflanzen kauft. Ja, ich habe das eingesät und das liegt jetzt schon eine ganze Weile da drin. Das scheint auch nicht zu kommen. Also irgendwie ist bei meinem Spargel der Wurm drin und ich liebe Spargel, so ich werde nicht aufgeben. Irgendwann werde ich eine richtige lange Reihe mit mindestens 20 Spargel haben. Für meine Gesundheit lohnt sich jede Arbeit und jede Investition. Gesundheit ist das Einzige, für das es sich immer lohnt, Geld auszugeben. Das ist zumindest unsere Meinung. Warum ich nicht nebenbei arbeiten gehe, denn Geld braucht man ja. Meine Gesundheit lässt es nicht zu. Ich kann nur in für mich giftfreier Umgebung sein und arbeiten und die gibt es nur auf unserem Hof und in unserem Haus. Es führt zu weit, es hier zu erklären, doch ich kann nur von zu Hause aus arbeiten. Ich tue, was ich kann, mit meiner Kunst, meinen Büchern und auch mit meinen Kursen. Und was gibt es für Neuigkeiten von mir?
Also erst einmal habe ich ein paar neue Bilder gemalt, die zeige ich euch gleich kurz hier zum Einblenden. Und dann werde ich meine Bilder ab Erscheinen dieses Videos für 3 Tage etwas günstiger auf meiner Homepage anbieten. Also wer schon immer etwas von mir haben wollte, der sollte da mal schnellstens vorbeischauen. Dann bin ich ja dabei, einen Sandmalkurs zu erstellen und die ersten Videos gibt es auf Patreon bereits online. Und wer nicht Patreon machen möchte, der kann diese Videos auch einzeln jetzt auf meiner Homepage erwerben. Den kompletten Kurs gibt es natürlich dann erst, wenn er fertig ist. Ihr wisst ja, bei mir geht alles etwas langsamer. Aber wer dann schon mal jetzt anfangen möchte, kann entweder das auf Patreon verfolgen, Monat für Monat, oder die einzelnen fertigen Videos auf meiner Homepage erwerben. Einige von euch wissen, ich hatte einen Kanal Weg ins Glück. Dort hatte ich Videos über wie man ein glückliches Leben führt, hochgeladen. Mittlerweile heißt der Kanal Slow TV und ich lade dort einiges hoch, was in meinen Videos hier keinen Platz gefunden hat. Und wer dieses Weg ins Glück vermisst hat, ab jetzt habe ich angefangen, in diesen kleinen Videos, die es dort gibt auf Slow TV, kleine glücklich sein Sprüche und Tipps mit einzubauen. So schaut doch einfach mal vorbei, falls ihr das vermisst habt. Aber was ist im Alter? Irgendwann kann man die körperliche Arbeit in der Selbstversorgung nicht mehr stemmen. Ja, so ist das. Auch wenn ich mir was brechen würde, würde die Selbstversorgung für das Jahr im Grunde ausfallen. Einiges würde man ernten, Beeren und Obst, aber in der Erde buddeln wäre schwierig. Man muss also immer einen Alternativplan haben. Oder man ist mindestens zu zweit, dass der andere dann übernehmen kann. Doch irgendwann wird man insgesamt zu alt sein. Genau wie bei jedem anderen Job auch. Dann muss man irgendwann kürzer treten und ich müsste dann stattdessen in Bioqualität dazu kaufen. Geld benötigt man also dann in Form von Rente, wie jeder andere mit einem normalen Brotjob auch. Man muss also dafür sorgen, dass man auch Rente erhält, wenn es soweit ist. Einfach Selbstversorger sein und nicht an die Zukunft denken, das wäre extrem blauäugig. Und man sollte sich mit der Zeit die Arbeit erleichtern. Anstatt wie ich die Kartoffeln hier per Hand zu häufeln, kann man auch eine kleine Maschine verwenden. In Schweden hatten wir größere Maschinen. Auch hier werde ich mir die Arbeiten mit der Zeit einfacher machen, doch dafür muss man wieder investieren. Das ist so ein Zweirad-Trecker, eine kleine Maschine. Da geht man hinterher und hier hinter hängt man dann die Maschinen. Und den haben wir jetzt erworben. Das ist natürlich ein altes Ding. Andreas muss das noch aufschmieren alles, dass das gängig wird. Noch ist das nämlich nicht richtig gängig. Und dann hoffen wir, dass in Zukunft so ein paar Sachen erleichtert werden. Das ist der dazugehörige Anhänger. Also den kann man da hinten ranhängen und dann halt auch Dinge transportieren und da dann sitzen. Aber wenn man den Boden bearbeitet, dann hängt man halt entweder einen Pflug dran oder die kleine Fräse und dann muss man schieben. Wir sind sehr gespannt in Zukunft. Ja, keine Ahnung. Es wird spannend. Also lohnt es sich? Für mich absolut. Mir geht es so viel besser, seit ich Bioqualität esse und Gifte vermeide, wo ich nur kann. Für meine Gesundheit lohnt es sich allemal. Ich liebe auch das Gefühl, mein eigenes Essen anzubauen und zu fangen. Und in der Erde zu buddeln ist meditativ und macht mich glücklich. Und ich habe Zeit, filmen zu gehen und die Natur zu genießen. Ich habe Zeit für meine Kunst, Musik und mehr, da ich mir meine Zeit selbst einteilen kann, da ich von zu Hause aus arbeite. Und ja, es ist im Moment extrem arbeitsintensiv im Garten.
Doch den gesamten Winter über ruht diese Art der Arbeit und man genießt die Früchte seiner Arbeit. Dann ist Zeit für anderes. Ich liebe mein Leben, auch wenn das Geld immer knapp ist. Ich bin glücklich trotz Krankheit und vieler Einschränkungen. Denn glücklich sein ist eine Entscheidung.